Willkommen zu einem neuen Testvideo. Heute mal im Test die X-Blood Polarlichter. Ja, die gab es in dem Set Freibeuter. Wir gucken mal auf die NEM. Steht da 7,5 Gramm auf die ganze Packung. In der Packung sind 5 Stück drin. Ich habe mir die Teile schon mal angeguckt, weil ich habe gedacht, das sind die Teile, die die Feuerwerksvitrine vorgestellt hat, diese Plastikteile mit der Leuchtbasis und diesem Crackling-Effekt. Aber wie sich herausgestellt hat, sehen die ganz anders aus. Wir gucken uns die mal an. So sehen die aus. Ja, da ist schon der Fuß ab. Ja, ich habe schon mal eins leicht aufgemacht, wie man sieht. Es ist aber eine Papphülse, wo der Satz drin ist. Also nichts mit Plaste oder so. Und ja, wir schauen uns jetzt mal den Effekt an. Ich bin gespannt. Wir testen natürlich alle 5. Ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Mal ein Stückchen weiter weg. Auf jeden Fall rot, rote Fontäne und kein Krächling. Und die Pappe brennt richtig schön ab. Also, naja, Kinderspielzeug. Wird wahrscheinlich alles derselbe Effekt sein. Da muss ich gar nicht so weit weggehen. Machen wir mal ein bisschen näher. Jetzt den ohne Fuß. Und den letzten noch. Danke fürs Zusehen. Das waren die X-Blood Polarlichter.